Ja, und damit ja, herzlich willkommen zum nächsten sehr verwirrenden Vlog, der gestern war ja auch schon so ein bisschen her. Ja, wieder ein Vorwort von mir. Das ja, lassen wir den Vlog jetzt auch wieder starten. Leute, ein herzlich willkommen zu einem neuen Täglich Topra in der neuen Woche. Ja, warum kam am Wochenende kein Vlog? Ja, ich habe zwar ein bisschen was aufgenommen, aber dann nicht mehr weitergemacht, weil zu hart mal wieder gefeiert. Ich werde euch wahrscheinlich jetzt über diesen Vlog hier immer mal wieder ein bisschen was vom Wochenende einstreuen oder so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt machen werde. Gut, ich fahre jetzt los. Heute muss ich wieder in die andere Stadt zu den anderen Shops. Ja, das ist halt, ich erkläre euch vielleicht irgendwie noch warum und ja, weil es ist halt was passiert, was dazu geführt hat. Aber ist ja auch logisch irgendwo. Genau, aber jetzt schnacken wir nicht länger rum, sondern fahren mal los. Angekommen in The City. Mann, war das ein Krampf, einen Parkplatz zu finden. Er ist einen gefunden, anscheinend nur mit Besuchern, nee, nicht Besucherausweis, sondern Bewohnerausweis für Gebiet 1. Ich so, dann nochmal umgeparkt. Ja, jetzt aber was gefunden und jetzt muss ich hopp hopp in den Laden sprinten. In dem Sinne sehen wir uns später zur Mittagspause. Erste Hälfte des Tages wäre rum. Ich bin schon draußen. Gehe jetzt kurz zur Bank, dann laufe ich wahrscheinlich kurz zu meinem Auto rüber. Einfach um nochmal ein bisschen was nachzuwerfen. Nicht, dass nachher Zettel und so, ja, sie haben falsch geparkt außerhalb der erlaubten Zeit. Ja, aber ich muss mir etwas beeilen, weil der Laden, wo ich jetzt gerade bin, der hat ja nur eine halbe Stunde Mittagspause. Und deswegen schnell, schnell los. Ich habe mir kurz was beim Bäcker geholt, zwei Brezeln und was zu trinken. Ja, dachte, ich werde arm. Okay, so teuer war es jetzt nicht, aber 4,65 für zwei Brezeln und ein Getränk ist schon, ja, stolzer Preis, aber ja gut. Naja, ja, jetzt bin ich auf dem Weg zum Auto, aber stehe etwas unter Zeitdruck. Wobei, ich habe noch so 20 Minuten circa, soll ich schaffen, denke ich doch mal. Wenn nicht, dann wäre scheiße. Ja, warum? Weil Stress und zu spät und Gut, so, ich sehe es aber schon, also gucken wir mal, ob es schon was gab oder noch nicht. Mal wieder ein Task im Leben abgehakt. So, Auto wäre jetzt vollständig bezahlt. Tagespreis oder Pensum erreicht. Ja, geil. Stand noch da, war kein Zettel dran. Nice. So, jetzt geht's wieder zurück. Ja, Zeit drückt ein bisschen, aber ja, packen wir, Jungs, packen wir. Gut, also ich mache mich auf den Weg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns fresh zum Feierabend. Feierabend Easter, liebe Leute. Auch in diesem anderen Laden müssen wir natürlich die Liste befüllen. Das ist halt das Gute. Also man hat hier früher Feierabend als in den anderen Stores, aber dafür halt auch nur eine halbe Stunde an Pause. Verstehe das. Gut, ich gehe jetzt rüber in den anderen Laden, weil der Kollege, der dort arbeitet, der wohnt auch bei mir in der Nähe. Und dann habe ich ihm angeboten, komm, ich nehme dich mit, weil die halbe Stunde, die kann ich auch warten. Warum haben Sie sich in Alex umbenannt? Hat Ihr der Name Topra nicht mehr gefallen? Nein, das hat er in der Tat nicht. In der Tat? In der Tat? Okay, dann meine nächste Frage. Wie lange hast du noch vor, YouTube zu machen? Das produktiv? Ist das jetzt schon produktiv oder was? Naja, also, das ist eine ganze Definitions-, eine eigene Definitionssache. Ich weiß leider nicht, wie lange ich das noch produktiv machen möchte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay, dann, was die ganzen Zuschauer noch interessiert, bist du noch Jungfrau? Wie man gehört hat, in dem Video, wo ich bei Marcel aufgenommen habe, ist Marcel noch die Jungfrau. Okay, du bist noch Jungfrau. Was war's denn auch mit dem Interview? Hast du noch abschließende Worte an deine Fans und Zuschauer? Aber das ist doch der Grußmethode von alten Topra. Neuer Kanal, neue Begrüßungs- und Verabschiedungsform. Nein, das zählt auch für alles, Alex. Alles klar, in dem Sinne, fua. Na, wie verwirrend ist der Vlog bis jetzt für euch? Ich habe ihn, glaube ich, am Montag angefangen. Jetzt haben wir Mittwoch. Läuft. Ja, aber ich habe eine neue Kollegin und ja, gestern mit Vlog war dann so, nee. Ja, gut, die Aufnahme aus dem Auto gestern Morgen. Okay.
Naja, mal gucken, was ich heute so zustande bringe. Mann, wie ich den Berufsverkehr hasse. Wir schleichen hier gerade lang mit 25 km/h. Ja, ist auf jeden Fall geil. Bin heute extra früher los, weil gestern auch Stau war und deswegen kam ich etwas zu spät. Und dann dachte ich, ja gut, machst du heute mal ein bisschen früher. Vielleicht kannst du ihn dann umfahren, aber nein, dem war nicht so. Ja, jetzt, ich bin aber gleich da, so, also rein theoretisch wird es noch so 3 Minuten dauern. Ich vermute mal, es werden so 5 bis 7, vielleicht. Ja, gut. Und dann schauen wir, was ich heute noch so am Tag aufnehmen, weil, hab ja erzählt, neue Kollegin und so, will ich nicht gleich wieder mit offenen Karten spielen. Wobei, eigentlich könnte es mir egal sein. Marcel hat es auch gefallen, also von daher. Hab sogar richtig gut geschätzt, Leute. Waren 7 Minuten. Später war ich hier. Ja, jetzt geht's rein. Sachen vorbereiten, dies, das. Und dann sehen wir uns zur Mittagspause. Tschüss. So, Freunde, ich war kurz im Center des Vertrauens. Das Ganze wird gerade mit dem Handy aufgenommen. Ich habe mir 2 Brötchen geholt, weil ich habe noch was von zu Hause dabei. Gulasch. Ich habe aber die Kamera nicht mitgenommen, weil bin mit der neuen Kollegin rübergelaufen. Und ja, aber mir ist aufgefallen, es lässt sich überhaupt nicht vermeiden, zu erwähnen, dass ich YouTube mache. Weil die Leute fragen mich so, ja, was hast du davor gemacht? Und dann erzählt man halt so, ja, Studium, Film, Animation. Da wird man halt immer gefragt, ja, und wieso hat es nicht geklappt? Weil man erzählt dann natürlich, hat nicht funktioniert. Dann erzählt man halt von den Projekten, die man gemacht hat. Und ja, da war ja eins über mich als YouTuber. Und dann fällt halt dieses Story. Ne? Das ist ja immer das. Deswegen, ja, also ich habe ja gesagt, ich mache YouTube und Kamera ist auch dabei. Ich sollte mich etwas beeilen, weil Ampel ist rot. Oh mein Gott. Morgen. Le Goulash in Le Microwelle. Am geil sein. Ja, wir tun natürlich wieder das übliche Warten. YouTube, dies, das, Ananas. Jetzt haben wir das Essen gar nicht gefilmt und es ist schon leer. War lecker. Danke, Mama. Für das geile Essen. Und jetzt geht's gleich weiter. 2. Hälfte des Arbeitstages. Ihr wisst, bis zum Feierabend. Und wie auch schon das letzte Mal, sage ich natürlich wie immer, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, haut rein. Fuu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